Erster Link in der Videobeschreibung, unser Discord-Server. Wir freuen uns auf euch. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Timos LP. Man hört sogar die Schneestapfen, das finde ich irgendwie cool. Ja, es hat geschneit, endlich, nach 1000 Jahren. Es ist Frühlingsanfang. Außentemperatur minus 1 Grad und ja, mal gucken. Wir waren hier dabei, Schnee zu schieben mit der Fräse hier. Was, ich sag jetzt mal, semi-optimal klappt. Ja. Ist die aufgeklappt? Ja, Vase. Gut. Machen wir sie nochmal an. Gucken wir mal, ob's klappt. Man muss das hier abladen halt leider jedes Mal wieder aktivieren. Warum auch immer. Das schon wieder. Es müsste halt ein gleichmäßiger Fluss sein. Ist es aber nicht. Ich das noch weiter werfen? Nee. Ich glaube, ich bin jetzt hier auch. Ich kann es ja auch in die andere Richtung wegschmeißen hier. Den kann schon anbleiben. So, und hier noch eine Reihe. Uha. So, perfekt. Das ist gekonnt alles. Obwohl, lassen wir es da nach vorne. Könnten wir vielleicht hier durchfahren und das ganze Zeug ein bisschen weiter wegwerfen hier. So, machen wir hier einfach zum mittigen Riesenhaufen. Warte mal, machen wir mal Tempomat auf 1, das Ding an und dann fahren wir mal los, ne? Ja, Tempomat auf 1 ist sogar wegen langsam. Ja, aber auf 2 geht's. Da klappt das. Jo. Fragte ich jetzt, was sind das Ding hier, das gerade hat. Ja, ich. Du halt das gerade immer weiter nach hinten schmeißen. Und dann könnte ich es von da hinten irgendwo auf einen riesen Haufen machen und dann wegtun. Ne? Habe ich eigentlich ein Schiebeschild? Habe ich ein Schiebeschild eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Ich habe ja noch nie irgendwie irgendwas geschoben. Schiebeschilder? Ne, ich habe keines, ne? Na doch, das. Ach so, ja, genau, das Ding habe ich. Ich kann nicht mal herholen. Oder das Ding juckt mich eigentlich auch schon eine Weile, ne? Weil das ist irgendwie so cool, das kann ausklappen. Ja, ne? Ausklappen kann's. Aber das Ding hier kann auch Schnee. So, machen wir aber erstmal hier das ganze Zeug weg. Halt die ganze Schnee hier. Das war eigentlich sinnlos. Ja, so kann das funktionieren. Genau. Warte, machen wir noch ein bisschen rüber. So. Perfekt. Oh Mann. Wisst ihr, 1000 Jahre warte ich darauf, dass es endlich schneit. Dann schneit's und ja. Ist doch nicht so toll.
Ja, wo ich glaube, das hier ist eine. Naja, nee, das sind schon zwei Schichten hier. Das sind schon zwei Schichten. Bisschen Jassi eben hier. So. Das sieht dann eigentlich auch noch hier mal alles wegtun. Ne. Vorsichtig. Vorsichtig. Wo wirft er das Zeug hin? Hallo? Bitte mehr da. Bitte mehr zum Herrn Dieter da. Der Dieter da neben der Dieter da. Oh Mann. Verstehen wieder nur die Franken hier. Mit dem Herrn Dieter da. So. Hier haben wir es langsam weggefressen. Machen wir mal Innenansicht hier ein bisschen. Obwohl, da sehe ich nichts. Man hat ja in der Innenansicht eigentlich bessere Sicht auf das Anbaugerät, aber irgendwie nicht in der NLS. Die Haufen an Schnee türmen sich. Aber ich glaube sogar, es ist besser mit dem Radlader was zu machen, ne? Da hinten habe ich ja so einen dicken sinnlosen Radlader stehen. Bei der. Der Herr da. So. Ach, was macht er denn? Hallo? Der füllt das jetzt ernsthaft seine Schaufel. Das ist so ein bisschen ein Problem gerade. So, mal hoffen, dass das jetzt aktiviert bleibt. Und nicht, dass ich so schnell immer hinfahre. Wollen wir dein Kamera jetzt hier ganz langsam hinarbeiten. Hier so einen schönen Haufen machen. Wieso macht er das hier abladen immer wieder aus? Es sieht schon witzig aus, oder? Ja, komm. Das hat was. Diesen riesen Haufen machen. So. Dann hier nochmal. Ja? Warum nehmt ihr das jetzt hier nicht? Achso, ja, genau. Jetzt weiß ich. Ich weiß warum. Leider wird an diesem Fleck niemals der Schnee verschwinden. Ach egal. Ja.
ich machen. Na? So, perfekt. Ich glaube, ich hole mal den Radlader raus. Der Schneefräse hier ist das zwar eine ganz nette Spielerei, aber irgendwie. Naja. Ist halt kacke, dass dieses überall Abladen sich immer wieder deaktiviert. So. Ich finde das so witzig, dieses Lenkrad da. Der so hoch stäubt. Hat der jetzt hier Schneespuren? Ich erkenne es nicht, aber ich glaube nicht, oder? Ah, gucken wir gleich nochmal. Übrigens, das ist auch so ein kleiner Trick. Vielleicht kennt ihr ihn der eine oder andere noch nicht. Wenn man ablädt, einfach mal rückwärts nach hinten fahren, dann macht man den Haufen um einiges größer. Vielleicht kann man es als Trick nehmen, vielleicht auch nicht, was weiß ich. Das Hydraulikgeräusch ist gerade schon nervig, ne? Oh Mann. Das war die falsche. So muss ich und so muss ich drücken. Genau. So, dann kann man das hier viel besser wegmachen. So. Was soll ich noch mit haben? So. So, jetzt noch hier und danach weg. Kriechen. Oha. Oha, das ist gekönnt. Gekonnt. Gekönnt, genau. Ist auch so ein gekönnt. So. Und da, dann hier, dann du. Klinge ich eigentlich noch sehr müde? Ja, wir haben es früher morgen, also bitte. Das ist jetzt doof. So. Passt doch. Wieso habe ich jetzt diesen Ohrwurm schon wieder? Oh Mann. So nix. Day 2. So, wo ist jetzt hier? Ah, da ist. Und so. Ist ein bisschen nervt das ja schon, ne? Was war das? Irgendwo hier war gerade irgendwie. Ist Bigfoot hier? Dam, dam, dam.
Vielleicht könnte man doch schneller fahren, naja, aber auch irgendwie eigentlich nicht, ne? Machen wir mal Tempomat auf 5 km/h. Schleichen wir uns hier an den dicken Fahrzeugen entlang. Mit unserem Kommunalwaldra. Müssen wir immer hier. Oh, verdammt. Oh, oh. Ja, dem Problem gehen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, tschüss.